Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei mir auf meinem Kanal. Ja, ich habe tatsächlich schon wieder einen DM-Haul für euch. Irgendwie habe ich diesmal ein bisschen in Etappen bestellt. Ich brauchte so ein bisschen was, gerade was so Thema Haarpflege angeht. Ich habe auch ein paar Neuheiten für euch davon. Wenn ihr das Video seht, werden die wahrscheinlich nicht mehr ganz so neu sein, weil ich habe unfassbar viel vorgedreht. Aber ich möchte es euch trotzdem zeigen. Vielleicht kann ich euch dann auch schon hier und da mal ein Fazit dazu geben. Ich habe, wie gesagt, online bestellt. Ich brauchte, wie gesagt, neue Haarpflege ein bisschen. Da gibt es noch ein paar Sachen, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Ich habe, wie gesagt, ein paar Neuheiten gesehen und es gab jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das bestellt habe, ein Coupon mit 20% auf L'Oréal El Vital. Und da war ich nämlich ein bisschen scharf auf ein paar Produkte. Ich fange jetzt einfach mal an auszupacken. Es ist jetzt kein unfassbar krasser Riesenhaul, aber naja, euch interessiert es ja trotzdem immer. Vorab möchte ich gerne noch zwei Dinge einmal sagen. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr überhaupt da seid, dass ihr ja mir eure Zeit schenkt, das Wertvollste, was ihr zu geben habt. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich heute ein bisschen was davon abbekomme. Und zum anderen würde ich euch bitten, falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert doch sehr, sehr gerne meinen Kanal. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Genau. Ich fange mal an. Als erstes ja etwas, was bei mir halt ständig leer geht, sind diese Wattepads. Das sind einfach meine liebsten Wattepads. Ich brauche die morgens und abends leider immer. Ich kann mich an nichts anderes gewöhnen und die habe ich mir 4-mal bestellt. Also sind 50 Stück drin. Und von Ebelin, von der DM Eigenmarke, die Maxi Wattepads, 100% Baumwolle, weich und fusselfrei. Die sind wirklich ganz, ganz toll. Ich habe mir übrigens einen Kaffee mit dazu genommen. Es ist schon spät, also es ist gerade schon fast dunkel. Ich habe mir auch schon heute mal so ein bisschen was Gemütliches angezogen. Und ja, macht das doch auch gerne, ne? Ihr habt es auch bequem. Nehmt euch gerne auch einen Kaffee oder was zu trinken. Und genießt mit mir zusammen den DM-Haul. Ja, dann habe ich ein bisschen was für meinen Mann. Der darf ja auch nicht zu kurz kommen. Ich kann ja nicht immer nur was für mich bestellen. Mein Mann braucht ja auch was. Und er verträgt nämlich ganz oft die Produkte, die ich benutze, nicht. Und was er sehr, sehr gut verträgt und wo er auch sehr gut immer nach riecht, sind diese Kneipp-Man 3-in-1 Duschen. Also das ist halt Haut und Haar, beziehungsweise 2-in-1. Ne, 3-in-1 hatten wir. Hatte ich nicht auch mal was 3-in-1, wo das Gesicht auch noch mit war? Aber fürs Gesicht sind solche Sachen sowieso generell nicht so gut geeignet. Da habe ich jeweils zwei. Einmal in der, das war auch die einzigen, die sie bei DM hatten. Es gibt da, glaube ich, mittlerweile 5 oder 6 verschiedene Duftrichtungen von. Wir haben hier einmal Lemongrass Guarana, die mag er sehr, sehr gerne. Und hier Zedernuss und Eiche. Ganz, ganz tolle Düfte, mag ich unheimlich gerne. Und wie gesagt, verträgt die auch sehr gut. Dann habe ich von meiner liebsten Tuchmaske aus der Drogerie wohlgemerkt. Von der Schebens Retinolmaske hatte ich. Ich habe letztens meine Maskensammlung abgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Falls nicht, schaut sehr, sehr gerne da nochmal vorbei. Da ist mir aufgefallen, dass ich nur noch eine einzige habe. Mittlerweile habe ich die bestimmt auch schon aufgebraucht, weil wie gesagt, ich bin so über einen Monat jetzt im Vordrehen. Also ich drehe das jetzt gerade heute am, was haben wir denn heute, den 27. Januar, glaube ich, also Ende Januar. Ihr werdet das Video erst Ende Februar sehen, aber so kann ich wenigstens gewährleisten, ich nutze die Zeit zu drehen, die ich habe und kann halt gewährleisten, dass ihr fortlaufend 3-mal die Woche meine Videos zu sehen bekommt, ne? Wie gesagt, und da zu dem, jetzt wahrscheinlich werde ich mittlerweile schon wieder was davon benutzt haben, wenn ihr es seht. Aber die Gegenwarts-Nina jetzt gerade hat nur noch eine davon und diese Retinol-Tuchmaske, die ist wirklich richtig, richtig gut. Ich mag die total gerne. Ich hatte erst 4 im Warenkorb und habe ich gedacht, nee, komm, übertreib mal nicht. Nimm dir mal nur 2 mit, du hast ja noch andere. Ja, dann habe ich einmal feuchtes Klopapier, ist uns ausgegangen, hier von Sanft und Sicher. Das ist auch mit 2x70 Tüchern. Ist auch vom Preis her wirklich ganz, ganz gut. Und ich wollte doch sagen, ich habe mir doch da.
Ich habe mir nämlich auch jetzt mal, weil das Problem ist irgendwie, irgendeiner lässt immer die Lasche offen und die Dinger trocknen dann einfach ruckizucki aus. Und das ist immer ärgerlich. Und jetzt habe ich uns mal so eine Box mit dazu bestellt. Das ist auch von der DM Eigenmarke Sanft und Sicher. Da ist jetzt das Deluxe Kaschmir Papier drin. Schaue ich mal, kann man so draufdrücken und das dann aufmachen. Und dann kann man die so da rausziehen. Das werde ich gleich mal einrichten. Und kann man so nachfüllen einfach. Ich denke mal, die gängigsten feuchte Toilettenpapierpackungen passen da rein. In der Hoffnung, dass es dann nicht mehr so schnell austrocknet, weil das ist echt schade, ne, wenn man das so offen hat. So, dann habe ich ja noch eine Kleinigkeit für die Toilette. Die war, glaube ich, neu. Ich denke mal, ob das ist jetzt hier wieder in so einer... Das sind immer so graue Tüten hier. Oh ja, das riecht toll. Ich mag ja so gerne Rosenduft und das war, glaube ich, neu. Und manchmal suche ich dann einfach Rose oder sowas, wenn ich mal wieder Bock drauf habe, mal sowas, was Neues auszuprobieren. Und dann haben sie halt hier diesen diese WC-Hänger hier im Doppelpack. Die sind auch super günstig. Ich glaube, 1 Euro noch was kosten die nur. Der riecht hier nach Rose und Litschi, vor dem Spülen nach Rose und nach dem Spülen nach Litschi. Okay, ja, man kann auf jeden Fall Rose riechen. Litschi, glaube ich auch. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie Litschi riecht. Oh ja, dann sind wir schon gleich fast bei den Haarprodukten angekommen. Es ist auch, glaube ich, diesmal nichts ausgelaufen, so wie ich das sehe. Dann habe ich noch mal was, wo ich denn die Schere jetzt hingelegt habe. Ach, die ist hier drunter. Leute. Nochmal etwas fürs Waschbecken. Ich hatte ja mal berichtet, dass hier bei uns manche Personen auch mal schnell empfindlich auf Seifen und so weiter reagieren. Und ich wollte die hier auch nochmal ausprobieren. Auch so für die schnelle Wäsche einfach. Hier Balea Med pH. pH 5,5, hautneutral, seifenfreie Waschlotion für empfindliche Haut. Ich nehme mal an, dass die nach nichts riechen wird. Soll nicht austrocknen, nicht reizen. Das ist im Prinzip genau das, was wir brauchen. Ja, werde ich berichten, wenn ich es ausgetestet habe. Ich habe hier ganz viel Pappe stehen, Leute, die muss ich unbedingt wegbringen. So, ja, dann habe ich mir noch mal das Balea Med Ultra Sensitive Gesichtswasser mitbestellt. Ich mag das einfach total gerne. Ich brauche irgendwie immer noch so einen Zwischenstep zwischen der Reinigung und dem Toner. Ich habe den einen oder anderen Toner, der auch so ein bisschen noch reinigt, den ich dann auch nochmal mit Pad benutzen kann. Ich will manchmal nicht beim Abwaschen von meinem Make-up bei dem Double Cleansing, da kriege ich manchmal die Wimperntusche nicht so richtig runter. Und dann will ich auch mit dem Mikrofasertuch, was ich benutze, nicht so reiben. Ich habe halt auch Angst, meine Wimpern zu beschädigen. Und ich nehme dann hinterher gerne nochmal irgendwie ein Gesichtswasser mit Wattepad, wo ich echt nochmal so den allerletzten Rest aus den Wimpern oder weiß was ich, am Haaransatz oder so nochmal irgendwas raushole. Und da mag ich das echt unheimlich gerne für. Das ist halt dieses Ultra-Sensitive Gesichtswasser. Das ist super, super gut. Riecht halt nach nix, ne? Hat Panthenol mit drin. Und da kriege ich halt echt nochmal so den letzten Rest mit weg. Und dann nehme ich meistens einen Toner. Ja, dann habe ich für mein Kind nochmal Lippenpflege bestellt. Die ist richtig gut. Also wir haben das jetzt einmal aufgebraucht. Also der hat jetzt zu der Zeit echt super trockene Lippen, aber das hilft da sehr, sehr gut. Ist mit Biomandelöl, kann ich auch für Erwachsene sehr empfehlen. Also der ist wirklich super, super angenehm. Ja, und dann habe ich für mich so für die Handtasche, das habe ich früher immer dabei gehabt. Ich weiß gar nicht, warum ich irgendwann damit aufgehört habe. Aber ich habe manchmal so, ja, keine Ahnung, immer so zwischendurch das Bedürfnis, wenn ich unterwegs bin oder was weiß ich und ich spreche dann mit jemandem oder einfach um mich aufzufrischen, habe ich manchmal so das Gefühl, du hast nicht mehr so ganz frischen Atem und ich bin kein Kaugummi-Kauer. Ich habe irgendwie bei Kaugummi immer Angst um meine Zähne und ich habe mir mit Kaugummi auch schon mal oft Füllungen rausgeholt oder was auch immer. Ich habe da echt ein bisschen Schiss. Ich nehme manchmal so Lutschbonbons, aber dann hat man halt auch immer was im Mund, ne? Und halt dieses hier, das Odol
zisch. Ich habe aber auch das Gefühl, dass das ist auch kleiner geworden irgendwie. Das war früher viel, viel größer, habe ich so ein bisschen den Eindruck. 15 Milliliter sind da noch drin. Und das sprüht man sich halt, ne, mal eben schnell in den Rachen rein. Und man hat wirklich sofort frischen Atem. Und das wollte ich mir jetzt auf jeden Fall mal wieder in die Handtasche tun. Dass wenn ich irgendwo bin, weil ich habe das ganz oft, ne, morgens gehe ich aus dem Haus, habe gerade zu Hause noch einen Kaffee getrunken. Und manchmal ist das gerade so von Kaffee. Kennt ihr das? Ne? Dass man dann so, man hat vielleicht noch nichts gegessen. Finde ich das manchmal echt unangenehm. Und dann mag ich das einfach so, mich zwischendurch aufzufrischen damit. Weil ich finde, es gibt nichts Schlimmeres und Unangenehmeres, wenn man Mundgeruch hat und dann mit jemandem spricht und der riecht das, oder? So, dann kommen wir jetzt mal, jetzt nehme ich mal alles raus, zu meinen ganzen Elvital-Eroberungen. Boah, ich bin auf eine Sache schon mega gespannt. Also wie gesagt, es gab 20% auf Elvital L'Oreal und ich habe mir einmal hiervon die Spülung noch mal geholt. Die hatte ich nicht mehr. Ich habe das, oder habe ich mir die einmal gekauft? Jedenfalls, ich habe eine sehr große Flasche von dem Shampoo da und die Spülung, die gibt es ja immer nur in den kleineren Flaschen. Und die habe ich mir jetzt noch mal nachgekauft. Also dieses ist das Elvital Hydra Hyaluronic. Richtig, richtig gut. Halt auch sehr gut, auch mit, wenn man Olaplex-Produkte benutzt, kompatibel. Ja, dann nutze ich ja jetzt das, wollte ich anfangen hier mit diesem Elvital Bond Repair. Ich habe bis jetzt das hier schon da, dieses Pre-Shampoo. Und das finde ich unfassbar gut. Das ist so ein bisschen, also in der Anwendung ist das im Prinzip genauso wie das Olaplex Nummer 3. Also jetzt nur von der reinen Anwendung spreche ich, ne? Nicht von den Wirkstoffen. Also das war ja erst so ein bisschen, hat man gedacht, ist, ob das wohl eine Alternative oder auch eine, wie so eine Art Kopie von Olaplex sein soll, ist es aber nicht, sind völlig unterschiedliche Wirkstoffe, hat nichts miteinander zu tun. Es gibt auch nichts, was Olaplex kopiert, weil die haben halt einen patentierten Wirkstoff, ne? Also alles, was die wirklich eins zu eins kopieren würde, würde gar nicht auf den Markt kommen aufgrund dieses Patents, ne? Und das ist halt etwas, was halt auch die Haarbrücken stärkt und wieder aufbauen soll. Und es gibt ja das Olaplex Nummer 3, das ist ja deren Zugpferd sozusagen. Das ist auch so eine Art Prä-Shampoo oder Prä-Kur, ne, die man halt aufs angefeuchtete Haar gibt. So wirklich vom Ansatz bis in die Spitzen 15 Minuten einwirken lässt und sich danach dann die Haare wäscht. Und da kommt der Wirkstoff halt auch richtig rein. Und das habe ich mir jetzt übrigens auch nochmal, hatte ich mir nachbestellt beim Hagelshop. Also wenn ihr an Olaplex-Produkten Interesse habt, kann ich euch wirklich den Hagelshop empfehlen. Da bekommt ihr immer den aller günstigsten Preis. Und ich habe mir jetzt die Nummer 3 nochmal nachbestellt in der 250 Milliliter Flasche. Ist noch nicht da, deswegen kann ich es euch noch nicht zeigen. Und die kostet normalerweise die 100 Milliliter Flasche. Kostet normalerweise 30 Euro bei Olaplex. Die haben sie schon da für 20 Euro im Angebot. Ich habe mir jetzt aber die 250 Milliliter Flasche gekauft. Das machte dann auch irgendwie auf den 100 Milliliter Preis irgendwie 19 Euro. Aber dann hatten die jetzt noch 12, bis Ende Januar gab es jetzt nochmal 12% Rabatt. Ist natürlich immer noch teuer, aber ich habe jetzt für 250 Milliliter von der Nummer 3 irgendwie 41 Euro oder so bezahlt. Das ist günstig für Olaplex, ne? Ist immer noch teuer für eine Haarkur, aber das Zeug ist echt gut. Aber das hier ist auch toll. Das ist halt, ne, dieses Prä-Shampoo stellt gebrochene Haarbrücken wieder her. Also es repariert nicht, ne? Also gebrochenes, kaputtes Haar kann nicht repariert werden, aber es kann halt verstärkt und so ein bisschen geschlossen werden. Und das habe ich mir jetzt nochmal nachgekauft aufgrund des Angebots, weil das kostet, glaube ich, 10 Euro, 9,95 Euro und mit den 20% kostet es dann halt nur 8 Euro. Und da habe ich mir gedacht, das stelle ich mir auf jeden Fall nochmal ins Backup, weil ich das sehr, sehr gut finde. Und dann habe ich mir das Shampoo endlich mal dazu auch gekauft. Die Spülung habe ich auch mittlerweile, die habe ich aber schon im Schrank stehen. Die habe ich mir, ich bin mal an einem DM vorbeigekommen vor 2 Tagen und da bin ich da reingesprungen und habe mir die Spülung geholt. Ich habe ja im Laden die 20% auch bekommen, aber da hatte ich die Bestellung schon getätigt. Und die Spülung war nämlich online leider ausverkauft, als ich bestellt habe. Und deswegen habe ich die, aber die habe ich auch gekauft, aber die habe ich jetzt gerade nicht hier. Und dann gab es was Neues. Ihr werdet das wahrscheinlich jetzt schon gesehen haben. Aber ich werde, und zwar auch
von L'Oreal El Vital, und zwar die Glycolic Gloss Serie. Da habe ich mir einfach mal alles bestellt. Ich bin im Moment voll auf dem Haartrip. So richtig. So. Und von den Inhaltsstoffen her, wenn ich mir das angeguckt habe, scheint es halt auch Olaplex-kompatibel zu sein. Also sprich, da ist kein Keratin drin und da sind auch großartig, also keine Proteine drin. Und das sind halt immer so die Sachen, auf die man achten muss, wenn man halt Olaplex, halt besonders so Nummer 1, Nummer 3 auf jeden Fall benutzt. Ich habe jetzt heute gelernt, wenn man nur Shampoo und Spülung von Olaplex verwendet, ist es nicht ganz so streng. Also da kann man ruhig ein bisschen mal, ist es nicht ganz so dramatisch, wenn man mal zu Keratin- oder proteinhaltigen Produkten oder so greift. Aber wenn man doch diese etwas höher wirkenden Sachen wie halt die Nummer 1 oder Nummer 3 oder halt die Pflege beim Friseur macht, dann sollte man da auf jeden Fall drauf verzichten, weil es halt zu Haarbruch führen kann. So. Und das hat da halt nicht. Und da war ich halt mega gehypt und wollte das unbedingt ausprobieren. Das ist halt hier. Soll die Haarfasern mit Pflege auffüllen. 11% Glosskomplex mit Glykolsäure. Aber verlasst euch bitte nicht auf meine Aussagen. Also das ist jetzt erstmal das hier, was ich so an den Inhaltsstoffen sehen konnte. Dass da jetzt nichts, zumindest wie ich es jetzt gelernt habe oder so mir so abgeguckt habe. Ich verfolge halt den, wie heißt der, Dejan? Dejan Hairstylist oder so auf Instagram heißt der. Den kennt ihr bestimmt, wenn ihr euch auch ein bisschen für Haarpflege interessiert. Den habe ich entdeckt, endlich mal, und der ist super. Also da, ich saug das alles so auf, was der sagt. Und der Post von ihm, der testet das auch gerade. Das ist aber noch nicht online, aber er hat halt jetzt wieder gesagt in einem Post, man muss wirklich auf diese Inhaltsstoffe achten, die sind nicht drin. Deswegen gehe ich auch mal ganz stark davon aus, dass das kompatibel ist. Und auch dafür habe ich mir einmal noch, das sieht auch so toll aus, schaut mal, da ist, könnt ihr das sehen, dass da so, das, ja, das sieht man, ne, dass das so ein bisschen schimmert. Das ist halt passend dazu einmal das Leave-In-Serum für ultimativen Glanz, für stumpfes, glanzloses Haar, gibt man halt 2 Tropfen in Längen und Spitzen im feuchten oder im trockenen Haar. Und dann gibt es etwas, das habe ich so auch noch nie gesehen, das nennt sich halt eine Glycolic Gloss 5 Minuten Haarlaminierung. Versiegelt die Haaroberfläche mit einer lang anhaltenden Glanzschicht. Und das, wo ist denn da die Anwendung? Eine großzügige Menge auf das feuchte Haar auftragen, um es vom Ansatz bis in die Spitzen glanzvoll zu versiegeln. 5 Minuten einwirken lassen, danach gründlich ausspülen. Außerhalb der Reichweite, bla bla bla. Okay, also das ist im Prinzip so ein letzter Step, denke ich mal. Genau, da hatte ich mir eigentlich auch die Inhaltsstoffe angeguckt. Sah auch jetzt erstmal ganz gut aus. Ja, das war jetzt mein sehr haarlastiger Haul, aber ich habe mir gedacht, also die Produkte, die wollte ich unbedingt testen, hier diese neuen, wo die Flaschen wären auch immer teurer, ne? Das kostet jetzt schon 6,95 Euro für 200 Milliliter, aber wenn es denn was kann, bin ich auch echt bereit, dafür Geld zu bezahlen, weil meine Haare sind mir echt was wert. Ich habe mir jetzt gestern ein bisschen Locken gemacht, deswegen sehen die noch kürzer aus, aber ich war beim Spitzenschneiden tatsächlich, aber zum Glück habe ich doch nicht so viel falsch gemacht, hat die Friseurin mir gesagt, also es ist doch, sagt sie, man sieht es, dass ich meine Haare pflege. Also meine Fehlnutzung von, ich habe das ja vorher falsch gemacht, dass ich halt Olaplex benutzt habe und auch noch zum Beispiel das El Vital Dream Length. Das ist ja auch einer meiner liebsten Shampoos, aber das geht wohl gar nicht mit Olaplex. Da dachte ich, ach du meine Güte, und dann habe ich, aber die sind halt einfach so ein bisschen so, ja, so ein bisschen fransiger dann gewachsen. Jetzt habe ich die halt wieder so ein bisschen nachschneiden lassen, aber ich habe nicht viel von meiner Länge verloren zum Glück, weil ich möchte so gerne mal noch richtig schöne lange Haare haben. Ich hoffe, ich halte es durch und dafür bin ich auch bereit, halt ja ein bisschen was in Pflege zu investieren, ne? Weil ja, Haare sind mir halt jetzt doch noch einiges wichtiger geworden und die sollen nicht vernachlässigt werden, ne? Das ist ja auch etwas, was man an uns so direkt sieht, und solange ich sie habe, noch lang auch habe und noch blond bin und alles, möchte ich sie ja auch schön halten und genau, deswegen habe ich, und wenn es dann schon mal 20% Rabatt gibt, dann macht das ja schon mal eine Weile aus. Also ich glaube, ich habe alleine an den El Vital Haarprodukten, glaube ich, jetzt 11 Euro oder so gespart oder 12. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Okay, meine Süßen,
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben, wenn es so ist. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ich wünsche euch jetzt, wie immer, einen wundervollen Tag. Bleibt gesund, ihr Süßen, und bis zum nächsten Mal. Ciao!